Hallo bei Glückskinder, der Podcast für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder. Ich bin Yvonne George, Diplom-Sozialpädagogin, Bindungspädagogin und Traumapädagogin. Ich begleite dich bei deinem Familienabenteuer. Schön, dass du da bist. Marie, komm bitte! Flötet es aus dem Badezimmer. Marie nimmt das säuselnde Geräusch kaum wahr. Immerhin ist sie gerade mitten in einer Expedition. Da kann der Wind den Ohren schon mal einen Streich spielen. Mariechen, würdest du bitte jetzt kommen? Zähneputzenzeit! Hört sich so an wie Mama. Komisch. Was macht die hier im Dschungel? Kann eigentlich gar nicht sein. Oh Wahnsinn, da ist der Affe, der dem Bernsteinkönig das Zepter geklaut hat. Hinterher! Marie, ich habe es schon 100 Mal gesagt, du kommst jetzt oder es gibt heute Abend keine Geschichte. Was? Hallihallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Vielleicht kennst du das, du möchtest dein Kind oder deine Kinder bedürfnisorientiert begleiten und dann irgendwann passiert es und du tust eigentlich was, was du gar nicht mehr machen wolltest. Also du fällst zurück in alte Verhaltensmuster und dann ja, sagst du Dinge, die du vielleicht später bereust. Und dann im Nachhinein fragst du dich, warum du das nicht schaffst, diese Umsetzung der bedürfnisorientierten Begleitung. Und ich möchte dir mit dieser Folge sagen, du bist nicht allein. Es geht uns allen so, also alle, die nicht so aufgewachsen sind, bedürfnisorientiert. Und ja, deswegen möchte ich jetzt heute mal ein bisschen mehr darauf eingehen und auf einen großen Fehler, den viele Eltern in der bedürfnisorientierten Begleitung machen. Und wenn es dir auch so geht und du dein Kind entspannt begleiten willst und auch in schwierigen Momenten ruhig bleiben willst und der sichere Hafen sein möchtest für dein Kind und lernen willst, wie du deinem Kind bedürfnisorientiert Grenzen setzt und gleichzeitig in Verbindung bleibst und auch mal in ja, herausfordernden Situationen dann diese im Nachhinein auch noch klären kannst, dann lade ich dich ein in meinen 5-Tage-Live-Kurs Entspannte Eltern, starke Kinder. Und da bekommst du all mein Herzenswissen aus den vergangenen Challenges der letzten Jahre. Also da ist das Wissen aus der Familienwerte-Challenge dabei, aus der Challenge Wutanfälle entspannt begleiten und eben auch das bedürfnisorientierte Grenzen setzen. Dieser Kurs kostet dich 0 Euro, also du kannst dich jetzt noch anmelden und der startet am 25.04. Also melde dich gerne an, das ist total wertvolles Wissen, was du da vermittelt bekommst. Also ich könnte es auch als kostenpflichtige Variante anbieten, aber ich möchte, dass so viele Eltern wie möglich von diesem Wissen profitieren, weil es immer noch Momente gibt, wo wir einfach diese Unterstützung brauchen. Und ich finde, in dieser Live-Workshop-Woche hast du die Möglichkeit, mit mir auch zu sprechen. Es wird jeden Abend ein Q&A geben, also kannst du deine Fragen stellen, die dann auch beantwortet werden. Und du wirst unter anderem lernen, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, ohne meckern und schimpfen. Und du wirst erfahren, wie dein Kind dir endlich zuhört und du nicht alles 1000 Mal wiederholen musst. Und du hast dann am Ende der Woche hoffentlich mehr entspannte Quality Time mit deinem Kind statt Stress ohne Ende. Also melde dich gerne an. Der Link für die Anmeldung ist in den Shownotes oder unter www.yvonnegeorge.de/challenge und ich freue mich auf jeden Fall auf dich. So, jetzt starten wir endlich mit dem Thema. Du erinnerst dich noch an das Beispiel? Es ist ja jetzt noch nicht so lange her. Also Marie und ihre Mama leben in diesem Beispiel in zwei völlig unterschiedlichen Welten. Die Mama möchte, dass Marie jetzt endlich Zähneputzen kommt und vermutlich sind ihr Kooperation, Leichtigkeit, Verbindung und die gesundheitliche Fürsorge wichtig. Marie hingegen ist das völlig egal, denn sie ist gerade auf einer spannenden Mission und damit erfüllt sie ihre Bedürfnisse nach Spiel, Spaß und Abenteuer. In ihrer Welt steht Zähneputzen gerade ziemlich weit unten auf der Prioritätenliste, wie du dir vielleicht vorstellen kannst und wie du vielleicht es schon selbst erfahren hast mit deinen Kindern. Außerdem ist sie so vertieft, dass sie Mama wie durch eine dicke Glasglocke wahrnimmt. Und erst als Mama laut wird und mit einer Konsequenz droht, wird sie aus ihrer Abenteuerwelt gerissen und versteht plötzlich überhaupt nichts mehr, ja. Sie könnte mit Zähneputzen gehen, weil sie die Strafe vermeiden möchte. Und immerhin will sie ja auch ihre Geschichte haben. Und abgesehen davon ist es ja auch so schön, mit der Mama im Bett abends zu kuscheln. Und
dann geht sie sozusagen aus Angst vor der Strafe mit zum Zähneputzen. Oder vielleicht hat sie die Mama auch vorher gar nicht so richtig gehört und wollte eigentlich kooperieren, nur war so in ihr Spiel vertieft, dass sie gar nicht richtig gehört hat. Und dann erschrickt sie natürlich, wenn Mama oder Papa oder Oma oder wer auch immer, die Bindungsperson auf jeden Fall, die Bezugsperson, wenn die auf einmal dann so sauer ist, ne, dann erschrickt das Kind ja auch so. Und es könnte sein, dass sie dann mitgeht, entweder weil, ja, weil sie das jetzt verstanden hat, dass Zähneputzen Zeit ist, oder weil sie aus Angst vor der Strafe, weil sie die Strafe vermeiden will. Und es könnte aber auch sein, dass sie rebelliert. Und ja, immerhin hat sie ja endlich diesen frechen Affen mit dem gestohlenen Zepter entdeckt. Sie will weiterspielen. Und könnte sagen, nein, ich will nicht. Und diese Antwort könnte die Bezugsperson wieder so interpretieren, dass, ja, vielleicht mein Kind tanzt mir auf der Nase rum, ich kann sagen, was ich will und überhaupt auf mich hört ja sowieso niemand. Das war damals schon so in meiner Kindheit, das ist auch in meiner Beziehung so, ne? Also diese ganzen Glaubenssätze werden aktiviert, der Puls steigt und die guten Vorsätze der bedürfnisorientierten Begleitung fliegen über Bord. Ja, dann reicht's irgendwann, dann fallen die Wenn-Dann-Sätze, dann werden Drohungen ausgesprochen, Strafen verhängt und irgendwann, wenn die Wogen wieder geglättet sind, kommt dann dieser Zweifel, der Selbstzweifel, die Schuld, die Scham, wieso schaffe ich das nicht? Vielleicht funktioniert das auch alles gar nicht mit der bedürfnisorientierten Erziehung. Ja, so ein Teufelskreis an Glaubenssätzen wird dann abgespult und wenn dir das jetzt bekannt vorkommt, dann frage dich mal, okay, worum geht es mir eigentlich? Warum möchte ich eigentlich bedürfnisorientiert begleiten? Und ja, wenn du vielleicht jetzt dich fragst, was ist das überhaupt, dann wie gesagt, komm mit in die 5-Tage-Live-Woche, da wirst du das auf jeden Fall alles erfahren, was ist bedürfnisorientierte Begleitung, warum ist es wichtig und warum ist es super sinnvoll und warum ist es auch manchmal schwer, das umzusetzen. Bevor wir zu diesem Top-Fettnäppchen kommen, das fast alle Eltern treten, wollen wir erstmal klarstellen, was Bedürfnisse überhaupt sind. Bedürfnisse sind das, was wir brauchen, um glücklich und zufrieden zu sein. Bedürfnisse motivieren uns, das Leben zu schützen und dafür zu sorgen, dass es sich weiter entfaltet. Und der Kompass dafür, für unsere Bedürfnisse, sind unsere Gefühle. Das sage ich, glaube ich, auch fast in jeder Folge. Aber das ist halt auch so wichtig, das zu wissen, ne? Weil erfüllte Bedürfnisse erzeugen angenehme Gefühle und unerfüllte Bedürfnisse erzeugen unangenehme Gefühle. Und unsere Gefühle weisen uns darauf hin, ja, erfüll mal dein Bedürfnis bitte. Und mehr sagen die eigentlich nicht. Wichtig ist, dass wir einen Zugang zu unseren Gefühlen und Bedürfnissen haben. Und die überhaupt erstmal wahrnehmen und spüren und nicht die ganze Zeit im Kopf bleiben bei unseren Gedanken. So wissen wir immer, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und da wir Bindungswesen sind, ist es uns theoretisch auch wichtig, wie es den Menschen um uns herum so geht. Zumindest, wenn es unser näheres Umfeld betrifft. Bedürfnisorientiert heißt also, ich achte darauf, was ich brauche. Ich berücksichtige, was mein Umfeld braucht. Und ich trete mit den anderen über ihre Bedürfnisse in Kontakt. Also was brauche ich, was brauchst du? Und die Challenge ist folgende. Gestalte die Bedingungen in deinem Leben so, dass sie deinen und den Bedürfnissen der anderen Menschen in deiner Familie entsprechen. Ja, was ist aber, wenn meine eigenen Bedürfnisse nicht mit den Bedürfnissen der anderen kompatibel sind, also wenn die einfach nicht zusammenpassen? Dann muss ja einer zurückstecken, oder? Und ja, weil es um die bedürfnisorientierte Erziehung geht, ist ja wohl klar, dass ich als Elternteil meine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen muss. Ist das wirklich wahr? Wir glauben, dass die Bedürfnisse der Kinder immerhin am wichtigsten sind und sie sofort erfüllt werden müssen. Und ich darf auch niemals laut werden oder sagen, was ich will. So. Und das stimmt nicht. Es heißt nicht, dass du nicht laut werden darfst. Die Frage ist, ja, also es ist ja auch ein Gefühl, ne, wenn du jetzt aufbrausend wirst. Die Frage ist, wie du das ausdrückst und ob das gegen die anderen gerichtet ist, was du dann sagst, oder für dich, ja. Aber das lernst du alles in der gewaltfreien Kommunikation, wenn du das lernen möchtest. Genau, also wie drücke ich meine Bedürfnisse so aus, dass ich die anderen nicht verletze damit. Der Hauptfehler.
wenn es um bedürfnisorientierte Erziehung geht, ist der Glaube, dass deine Bedürfnisse weniger wichtig sind als die der anderen. Oder umgekehrt, die Bedürfnisse der anderen sind weniger wichtig als deine. Ja, also dass sozusagen die Bedürfnisse der einen Person höher gestellt werden als die der anderen. Mit diesem verhängnisvollen Denkfehler kannst du dir die bedürfnisorientierte Elternschaft abschminken. Besonders häufig erlebe ich bei Familien, die bedürfnisorientiert sein wollen, dass vor allem die elterlichen Bedürfnisse hinten angestellt oder ignoriert werden. Das ist allerdings ein grober Fehler, denn das führt dazu, dass entweder die eine Person glücklich ist oder die andere. Beides geht ja irgendwie nicht. Zumindest wenn deine Bedürfnisse komplett konträr zu denen deines Kindes sind. Bedürfnisorientierte Begleitung heißt nicht, dass nur die Bedürfnisse deines Kindes zählen, während du zurückstecken musst oder umgekehrt. Im Gegenteil, es ist durchaus möglich, dass alle Bedürfnisse erfüllt werden. Ja, und wie schaffst du das, alle Bedürfnisse in deiner Familie zu erfüllen? Weil alle Bedürfnisse sind ja gleich wichtig und dennoch sind manche Bedürfnisse dringender als andere. Also auf dein Kind bezogen sind also die folgenden Fragen berechtigt. Welche Bedürfnisse gehen vor und wie setze ich die richtigen Prioritäten? Und das kommt auf das Alter deines Kindes an, genauer gesagt auf die Reife. Und das heißt, je jünger und je unreifer das Kind ist, desto mehr braucht es dich und deine Fürsorge. Säuglinge sind zum Beispiel auf die unmittelbare Bedürfniserfüllung angewiesen. Also falls immer noch Menschen glauben, dass es okay ist, die Säuglinge schreien zu lassen, nein, es ist nicht okay. Daher ist es wichtig, dass mehr als eine Bindungsperson im Umfeld des Kindes da ist. Und ja, vielleicht kennst du diesen Spruch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und solange die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung nicht mehr überlebensnotwendig ist, können die Prioritäten anders verteilt werden. Mit wachsender Reife wächst ja auch die Autonomie des Kindes und ab einem Alter von etwa 3 Jahren, also wie gesagt, diese Altersangaben sind alle können sehr flexibel gesehen werden. Das nagel mich da jetzt nicht fest mit den 3 Jahren, das ist so ein Richtwert, so ein ungefährer Richtwert. Also aber im Alter von etwa 3 Jahren ist es Kindern auch möglich, die Bedürfnisse der anderen wahrzunehmen und anzuerkennen. Und dennoch erleben Kinder häufig Frust, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt werden, was auch ganz natürlich ist. Und diese frustrierenden Erfahrungen gehören zum natürlichen Lernprozess dazu. Wichtig ist, dass sie von ihren Bindungspersonen liebevoll durch diese frustrierenden Momente begleitet werden. Und dann schaffen sie das nämlich, also es geht um die Regulation, ja. Also du regulierst diese Frustration deines Kindes, die völlig normal ist und irgendwann lernt es halt, es selbst zu regulieren. Und liebevoll heißt in diesem Zusammenhang, dass den Kindern mit einer Haltung begegnet wird, dass ihre starken Gefühle einfach sein dürfen. Das ist einfach okay, wie du dich jetzt gerade fühlst. Also nochmal zusammengefasst. Bei der bedürfnisorientierten Begleitung der größte Fehler in Anführungsstrichen ist, dass ich denke, meine eigenen Bedürfnisse sind nicht wichtig oder eben wichtiger. Ja, der Trick ist eben herauszufinden, wann braucht mein Kind wirklich die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung und wann ist es schon reif genug, um das Bedürfnis auch mal nach hinten zu verschieben, ja. Und dann gibt es ja auch noch den Unterschied zwischen Bedürfnissen und Wünschen. Also ein Gummibärchen ist jetzt kein Bedürfnis, zum Beispiel. wenn du dir die Liste der Bedürfnisse mal angucken möchtest, da siehst du dann nämlich auch, was jetzt Bedürfnisse sind. Und die Liste der Gefühle, die sind in meinem E-Book. Da kannst du dich anmelden unter www.yvonnegeorge.de/newsletter und da bekommst du das E-Book sehr ausführlich, wo die 4 Schritte der gewaltfreien Kommunikation beschrieben sind und das bekommst du auch für 0 Euro natürlich. Da kannst du dir auf jeden Fall mal, kannst du dich schon mal reinlesen und da findest du auf jeden Fall auch diese Liste der Gefühle und Bedürfnisse, die, wie ich finde, sehr hilfreich sind, um herauszufinden, was jetzt eigentlich Bedürfnisse sind. Und dann ist nochmal ein Punkt als kleine Erinnerung, es gibt immer mehrere Strategien, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, also es gibt zwar nicht so viele Bedürfnisse, die Bedürfnisse sind ja auch universell, ne? Also du hast die, dein Kind hat die, dein Partner, deine Partnerin hat die, alle Menschen haben dieselben Bedürfnisse und es gibt ganz viele unterschiedliche Strategien, diese Bedürfnisse zu erfüllen.
Und ja, die meisten Wünsche, die dein Kind hat, oder viele Wünsche, die dein Kind hat, sind Strategien, um sich Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, und zum Schluss möchte ich dir noch eine Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation mit auf den Weg geben. Alles, was wir tun, tun wir, um uns Bedürfnisse zu erfüllen. Und jedes Verhalten hat einen guten Grund. Ja, also alles, was du tust, alles, was du sagst, alles, was dein Kind tut oder sagt, deine Partnerin, deine Schwiegermutter, deine Kollegen, egal was, jedes Verhalten, was du beobachtest, jedes Verhalten, was du siehst, ist dazu da, ein Bedürfnis zu erfüllen oder mehrere Bedürfnisse. Auch wenn das nicht immer funktioniert, aber es ist auf jeden Fall der Versuch, ein Bedürfnis zu erfüllen. Und mit dieser Grundannahme schicke ich dich jetzt mal raus in die Welt und beobachte einfach mal die ganzen Verhaltensweisen, die du so siehst. Du kannst bei dir selbst anfangen, du kannst bei deinem Kind anfangen. Du wirst sicherlich sehr viele Beispiele in deinem Alltag beobachten und frag dich einfach mal, okay, welches Bedürfnis versucht sich dieser Mensch gerade zu erfüllen? Was möchte der gerade erfüllt haben? Und ja, wie gesagt, zur Hilfe die Liste der Gefühle und Bedürfnisse bekommst du in meinem E-Book. Und melde dich unbedingt zum 5-Tage-Live-Kurs an entspannte Eltern, starke Kinder. Das wird auf jeden Fall eine richtig lustige Woche. Also ich freue mich auf dich und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss! Dir hat die Folge gefallen? Unterstütze mich gerne, indem du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes dalässt und folge mir auf Instagram @yvonnegeorge.de. Damit hilfst du mir, auch weiterhin wertvolle, kostenlose Inhalte für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder bereitzustellen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.